Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen jetzt weiter und jetzt müsste eigentlich was richtig, richtig Geiles kommen. Dementsprechend wäre es natürlich auch cool, wenn es weiter so unterstützen würde, das Projekt. Danke auf jeden Fall an alle Liker und Kommentierer und ja, viel Spaß! Ja, okay. Deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Bist ein beschissener Missionar, weißt du das? Oh, Allmächtiger, gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Dann spielen wir. Ja, dann spielen wir. Ach Mist, wie hätte man das denn? Oh, shit, 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 shit. Kann man das irgendwie verhindern? Wahrscheinlich einfach ausweichen, ne? Will ich es riskieren? Ich will noch einen Treffer riskieren, ja. Aha. Shit. Alles gut. Jetzt riskieren wir es aber nicht. Komm. Okay. Ekelhaft, ey, geil. Das war's wohl mit deiner Stepptanz-Karriere. Geil. Oh shit, 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 shit. Oh, okay, ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Scheiße. Sehr gut. Du warst einen Willen zu missachten. Nein, oh, hast du spät gesehen. Hey, pass mit diesen Dingern gefälligst auf. Fällt er? Fällt er? Komm schon! Ich
Let's go! Easy! Das habe ich gesehen. Mendes. Gott, schöne Grüße. Kann man jetzt noch die Scheiße looten da oben oder was? Hey, kommst du? Ja, ich musste mal ganz kurz gucken. Das war doch gut, oder? Das war sehr gut. Vor allem, wie unfassbar geil, ekelhaft der aussieht. Oder aussah, besser gesagt. Der Looter. Gern geschehen. Danke. Tja, ist vollkommen normal für alle. Ein riesiges Monster. Okay, also. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Doch. Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Doch, du wirst dich verwandeln. Du wirst zu einer kleinen Heuschrecke werden. Aber warte mal, da sind wir ja geflüchtet, glaube ich, wa? Genau, ja. Und dann sind wir da langgelatscht. Ja, oder vielleicht so eine kleine Raupe, so eine hässliche. Halb verpuppte Raupe, sowas. Oh, was ein schöner Blick, Freunde. Oh, das muss man genießen, ne? Das muss man genießen. Ach, Freunde, was ein nicer Bossfight. Aber er hat schon, oder habe ich mich getäuscht? Ja, ich finde schon, dass er ein, zwei mehr Szenen bekommen hat, oder? So ein bisschen auch diese Verfolgungsszene. Schon ganz cool. Was soll das? Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Ja, Freunde, das nächste Elden Ring Dungeon wartet auf uns. 80%! Ah, ich habe mich wieder gesteigert von der Präzision. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Ciao, ciao. Okay, Ashley. Akte lesen. Vierteljahresbericht. Auszug. Thema Wirkung und Nutzen spezieller Medikamente auf die Plager während der frühen Entwicklungsphase. Soweit der Bericht. Irgendwelche Fragen? Achso, ja. Also dieser Entwicklungshemmer kann praktisch verhindern, dass ein Wirt sich in ein Monster verwandelt? Ha! Monster ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. Man kann sagen, dass ein Wirt nach einer Infektion mit dem Parasiten einen Teil seiner menschlichen Eigenschaften einbüßt. Zu den ersten Symptomen gehören Unterleibsschmerzen und Bluthusten, gefolgt von Schwindel und sogar dem Verlust des Bewusstseins. Sobald der Parasit sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, übernimmt er die völlige Kontrolle. Mit anderen Worten, der Wirt wird zu einer Marionette. Der Entwicklungshemmer, den wir entwickelt haben, kann das Wachstum dieses Parasiten bremsen. Er verzögert also nur das Unvermeidliche, richtig? Quasi wie das allerletzte Bier, bevor man den Nachhauseweg antritt. Mehrere Anwesende lachen.
Hahaha, geiler Joke. Wenn Sie es so formulieren wollen, ja. Aber früher oder später schließt die Bahn. Der Entwicklungshemmer kann den Wirt nicht vom Parasiten befreien. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Irgendwie erwarte ich die ganze Zeit irgendwie so die Rache der Raben oder sowas, dass sie dich attackieren, so, weißt du, wie... bei die Vögel oder so. Alter Kompass. So, lass mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Was Quadratisches haben wir nicht, aber wir haben jetzt hier sowas. Und das würde ich schon... Ja, das würde ich machen. Das würde ich machen. Wahre Fremder. Oder... Alle entfernen. Vielleicht gibt das hier mehr aus. Das gibt am Ende sogar mehr. Halt dich schon mal willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ich hab was Neues. Was? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Oh, nee, du, ey, Mann. Das ärgert mich jetzt. Schatzkarte Burg. Das ärgert mich jetzt, ehrlich gesagt. Ich kaufe fast alles. Okay. Danke. Blacktail, TMP, Stingray. Das ist, was ich derzeit habe. Angriffskraft. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Broken Butterfly. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ach Mann, Leute, ich weiß es noch nicht. Ey, diese, ach Mann, ey, diese Rabattaktion, ey, die macht einen irgendwie verrückt, weißt du? Man denkt sich so, jetzt, jetzt oder nie, wa? Aber brauche ich das wirklich? Brauche ich die Magnum? Wie viele Waffen will ich mir noch holen, weißt du? Halbautomatisch. Ich glaube, ich hole mir das hier. Ich glaube, ich verkaufe mein Gewehr jetzt. Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Wie kein Platz. Was? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könntet ihr das... Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Bleib doch mal geschmeidig. Ich hab doch Platz. Weißt du, wie viel Waffe will ich noch haben, weißt du? Das ist also die Frage. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Ja. Das ist der Plan. Die Broken Butterfly. Nee, lass mal gut sein, ey. Oder? Nee, lass mal gut sein, wirklich. Wenn du auch nur den... Probier mal, ob's passt. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Probier mal, ob's passt. Ja, es passt. Jederzeit wieder. Okay. Weiter geht's. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Ach man, das hätte ich mir auch denken können mit der Schatzkarte. Kann natürlich nicht wissen, wie viel Kohle man braucht, so, aber. Wie viel Dinger ich brauche dafür, aber. Ja. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Nee, aber wir werden den rot färben. Eine Armbrust, hä?
Glaube ihr nicht, dass wir Freunde werden. Was ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Nee. Vom Regen in die Traufe. Vom Regen in die Traufe, das trifft es eigentlich perfekt. Das trifft es perfekt. Okay, ich dachte schon, ey. Sei doch mal ruhig jetzt, sag mal. Nicht so laut. Wo könnte man sicherer sein als bei mir, weißt du? Dann heult die da rum, ey. Was soll das? Hey, die Bolzen, das Bolzen-Ding, ey. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ist jetzt die Frage, bleibt das die ganze Zeit da drauf? Das bleibt so. Okay, dann habe ich das schon mal präpariert. Falls wir es dann später brauchen. Hier in der Burg auf jeden Fall. Dafür habe ich es mir eigentlich nur geholt, ehrlich gesagt. Wird gefastet. Zurück! Okay. Ein neues Stiefelmesser. Oh, alter Schwede. Meine Fresse nochmal. Das kann doch nicht sein. Was hält die Scheiße aus da? Ach so, hier. Hä? Wo ist jetzt der Unterschied? Ein Massenprodukt. Hält es mehr aus als so ein Küchenmesser? Das ist auf der gleichen Stufe? Das ist so die Frage, ne? Junge, halten die aus. Oh, ho, ho, ho. So. Ey, wir brauchen einen größeren. Wir brauchen einen größeren Dingens. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, guck mal hier. Ach so, mit dem Messer kann man mehr Sachen herstellen. So. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Verdammt, wir wurden jetzt schon entdeckt. Okay, zuhör Stingray. Es nimmt kein Ende. Komm, entfern dich. Okay. Langsam habe ich genug. Kann ich verstehen. Geht doch. Yes. Sehr gut versteckt auch. Genau in der Ecke bist du sicher. Ach, Leute, Leute, Leute. MP-Munition.
Moment! Okay, du kannst. Alles klar. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Leute, 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 die Situation ist sehr angespannt. Sag ich euch, wie es ist, wa? Scheiße. Ah! Ach so, ja. Warte, ich helf dir! Sage mal, jetzt stirb doch mal! Oder reagier mal auf mich, ey. Du dumme Drecksau, du. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Komm mit, komm mit, komm mit. Was hab ich denn jetzt markiert? Ich wollte sie hier wegschicken. Okay. Entfern dich! Ja. Oh, bleib doch nicht da einfach hocken, ey. Jetzt muss ich da reingehen wegen ihr. Los, komm! Okay. Scheiße. Wir müssen die scheiß Katapulte ausschalten, ey. Von dort aus wahrscheinlich. Okay. Ashley! Oh. Geht's dir gut? Ja. Ashley! Alles okay? Ja, nichts passiert. Leon, nein! Die Situation ist ziemlich scheiße. Komm. Komm mal her jetzt hier. Das nervt mich. Entfern dich. Okay. Das nervt jetzt schon gerade. Das ist eine Mission für Granatengott, Johnny. Ich habe keine Ahnung, wo das Fass ist. Da müsste eigentlich eins sein. Es hat funktioniert. Ihr Schweinegesichter. Da ist noch eins. Ashley! So, ist jetzt hier noch Action oder was? Will hier noch jemand auf die Schnauze oder was? Sag nicht, da kann man jetzt nicht mal ran, dann raste ich aus. An das blaue Teil, habt ihr es gesehen? Nicht übel. So ein Mist. Los! Wow! Guter Schuss! Danke dir.
Ey, sag nicht, dass man jetzt nicht mehr da rankommt, weil man die Kanone, weil ich die Kanone schon zu früh. Das wäre. Warte mal, nee. Da unten kann man ja auch irgendwie lang. Es muss doch irgendwie noch einen Weg geben, oder? Das wäre mega. Vorne, ernsthaft jetzt? Das wäre ein Grund für mich neu zu laden, ne? Aber nee, das muss ja sein. Das muss noch möglich sein. Alles gut, vielleicht von dort aus sogar, von da drüben irgendwie. Na gut, ey, souverän, souverän, mehr oder weniger, würde ich sagen. Schade, dass man hier nicht durchkommt, irgendwie. Keine Chance. Muss man ja irgendwie von der anderen Seite ran, aber wie, wo, ja, was? Ich nix Ahnung haben. So, ey, ja, souverän. Auch der Abschnitt, der war im Original sehr, 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 sehr nervig. Hier ging's eigentlich, außer dieser eine Stelle, wo sie immer wieder getroffen wurde, aber gut. Das kann man regeln, das habe ich geregelt. Also, wir hören uns beim nächsten Mal vorne, seid gerne am Start. Komm. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt gucken, warte mal, komm. Obwohl, nee, wir werden beim nächsten Mal gemeinsam gucken, ob man es von hier abschießen kann oder nicht. Seid dabei. Haut rein und tschüss.